Wenn ich den Hörer abnehme, meldet sich bestimmt ein Dämon auf der anderen Seite. Nein, danke. Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. Was? Ist weit hergeholt, aber da sind ein paar lose Kabel in der Box. Rotes und blaues. Nimm doch rot. Es ist doch immer rot. Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Oh ja, die sehen sicher aus. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Okay, aber wie ist er hier rausgekommen? Kein Plan. Ich sehe mich mal um. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Da schlafe ich ja lieber auf dem Boden. Ich glaube, Fëanor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. So viel Zeug. Einfach zurückgelassen. Das Ding hat seine besten Tage hinter sich. Ich hoffe, dass Alex mit dem Comic recht hat. Uns läuft die Zeit davon. Das hoffe ich auch. Ich glaube ja nicht, dass das klappt. Such was wert, oder? Ethan muss irgendwo anders durchgekommen sein. Mal sehen, ob ich's rausfinden kann. Gruselige Bruchbude. Stürz bitte nicht ein, solange wir hier drin sind, ja? Danke. Das kam im Comic nicht vor.
Gut, ich gehe nicht rein, aber weil ich es will. Nicht, weil es da steht. Das kam im Comic nicht vor. Der Laden war also schon eine Todesfalle, als er noch in Betrieb war. Cool. Cool, cool, cool. Für Vorsicht ist es jetzt ein bisschen zu spät. Silo, wir kommen der Sache näher. Ist nicht im Comic. Erinnert mich an das Schlangending in Ethans Comic. Ist von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Scheiße. Ein Versuch wert. Du hast die Tür geknackt. Ja, man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Ein Wunder, wie es im Buch steht. Ich hoffe, dass Alex mit dem Comic recht hat. Uns läuft die Zeit davon. Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Wohin als nächstes, Alex? Feanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung.
Wenn wir nur... Da. Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan? Ethan! Ethan! Ich bin unterwegs. Moment. Warte. Hier. Ethan? Alles okay? Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Nein! Nein, 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 nein! Er hat so große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme... Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Das ist gerade wohl auch gar nicht wichtig, würde ich sagen. Mir ist es wichtig. Okay, dann sag ich dir Bescheid, wenn ich's rauskriege. Ich komme darauf zurück. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Kinderspiel. Kinderspiel. Durch, Ethan. Ich komme. Du schaffst das, Alex. Geh zurück! Du verletzt dich noch! Ich werde nicht ohne dich zurückgehen. Ich bin bei dir, bis wir sicher sind. Ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg!
dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gabe hält uns. Wir werden nicht fallen. Er hält das andere Ende des Seils fest. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Und wenn ich es tue... Du wirst schon nicht fallen, okay? Es macht keinen Unterschied. Es ergibt keinen Sinn. Er muss sich beruhigen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Die Messe wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg ist zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Shit. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Aber es jagt mich. Sie jagt mich. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor. Shit. Es darf mich nicht sehen. Es darf mich nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Hey. Hey, ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Sie kommen zurück. Halt das Seil schnaff, Gabe. Das ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Ich habe immer noch so doll Angst.
Angst haben. Ich hab dich. Was, wenn du loslässt? Scheiße. Glaubst du, der Stamm hält? Ich weiß es nicht. Aber wenn nicht, dann werde ich dich ganz doll festhalten. Versprochen. Okay. Durch. Alles klar. Geschafft. Ich hab dich. Ich bin kein großer Redner. Für mich muss ein Barkeeper vor allem eines können: den Mund halten und zuhören. Und wenn es danach geht, war Gabe der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Ich habe nie zuvor einen Radfahrer
anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daherkam. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungsessay. Obwohl er Bewerbung nicht mal buchstabieren konnte. Oder Essay. Er hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat. Die erste war vor 2 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Gabe stand etwa 1 Meter weit weg und grinste uns an wie ein Idiot. Da waren sicher noch mehr Leute. Aber ich erinnere mich nur an ihn. Und dann sagte er, ich weiß, deshalb ist das gar stumm. Bei der 5. Gelegenheit. Es lag ihm wirklich jeder am Herzen. Er war die Art Typ, mit dem man echt immer gern abhängt. Er war ein Weltklasse-Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten. Aber er verließ sie als Freund. Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Und ich wünschte mir... Es war kein Unfall. Junge, fang jetzt nicht damit an. Gabe hat in der Mine angerufen. Ich habe ihm ein Satellitentelefon gegeben, damit er auf jeden Fall durchkommt. Die haben es verbockt. Und jetzt... Jetzt ist Gabe tot. Das war meine Schicht. Falls irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst. Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Er hat recht. Ich war dabei, als Gabe anrief. Ich möchte hören, was du dazu zu sagen hast, Mac. Ich habe dazu nichts zu sagen. Es gab keinen Anruf. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Okay, Leute. Dies ist eine laufende Ermittlung und... Wie wär's, wenn wir den Ablauf nochmal durchgehen? Junge. Als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich, warum? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur, es ist schon komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Right. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Vielleicht wurde er unterbrochen. Verflucht nochmal, ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig gewesen. Du passt lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht der Ort... Schwachsinn, Dad! Dieser Typ nennt Gabe einen Lügner und das auf seiner scheiß Trauerfeier. Nein, ich sag dir bloß... Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen Anruf gab... Hört auf! Hört sofort auf! Dad!
Das ist weder der Zeitpunkt noch der Ort. Heute geht es um Gabe. Okay, Ryan? Charlotte, es tut mir leid. Es ist nicht... Ich will nur... Ich bin nicht schuld an seinem Tod. Ach, wirklich nicht. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Ryan, genug jetzt. Oh, komm schon. Ich meine ja nur, du warst doch schließlich der, Mac, der... halt den Mund, verdammt. Nein. Nein, los. Du hast was zu sagen, Mac? Dann spuck's aus, verdammt nochmal. Komm schon, Jungs. Ich will nicht eingreifen. Also gut, wie du willst. Wo wir schon mit Anschuldigungen um uns werfen? Du hast doch das Seil durchgeschnitten, nicht wahr? Ja.